Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich gerne mit euch über das Tool Podly sprechen und ich würde euch gerne zeigen, wie ihr mit Podly attraktive Amazon-Nischen finden könnt. Nämlich, wenn ihr ein T-Shirt-Business aufbauen möchtet, dann kommt ihr einfach nicht an Merch bei Amazon vorbei. Viele von euch wissen sicherlich, dass ich auch meine T-Shirt-Designs natürlich auf MBA publiziere. In meinem Falle zum Beispiel habe ich ein Tier-Level von 30.000 und viele dort draußen haben noch deutlich höhere Tier-Level. Und der Weg, wie ihr dorthin kommt, ist natürlich, indem mir einfach guten Research betreibt. Und ihr wisst, dass es dort sehr, sehr viele Tools bereits gibt, aber eines der besten Tools meines Erachtens ist Podly. Und ich will euch gerne heute mal in diesem Video zeigen, wie man dieses Tool hier nutzen kann und wie man auf attraktive Nischen mit diesem Tool kommt. Falls ihr auch dieses Tool nutzen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zum Tool. Das könnt ihr derzeit risikolos nutzen. Es gibt auch eine 7-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Gut, wenn ihr in diesem Tool drin seid, dann sieht das Ganze erstmal wie folgt aus. Nämlich hier könnt ihr zuallererst mal Folgendes tun. Ihr könnt hier den sogenannten Product Search durchführen. Das heißt, ihr könnt hier nach attraktiven Produktnischen suchen. Was genau sehen wir hier zuallererst mal? Also hier haben wir praktisch unser Filtering-Tool. Mein Ziel ist es jetzt, eine profitable Nische zu finden und ich kann jetzt hier einen Search-Term eingeben. Das heißt, ich kann hier einen Begriff eingeben, nachdem ich dann suche, nachdem MBA gefiltert wird und dann kann man sich halt die Produkte anschauen und kann gucken, okay, welches von diesen Designs verkauft sich gut, welches vielleicht eher nicht so. Dann haben wir hier unsere Marketplaces, da zum Beispiel halt den US-Markt, den deutschen Markt, den französischen Markt, den italienischen Markt, als auch den spanischen Markt. Dann können wir hier auch das Produkttyp auswählen und Product-Type auswählen, zum Beispiel T-Shirt, All Clothing oder auch KDP. Das heißt, ja, es ist auch relevant für KDP. Dann können wir auch hier das Publishing Date auswählen und natürlich können wir auch Brands rausnehmen. Das heißt, zum Beispiel irgendwelche großen Brands werden damit rausgenommen, damit wir halt, sag jetzt mal, uns eher die Designs angucken können, wo keine große Marke hintersteht, die vielleicht viel Reichweite auf Amazon bringt und dementsprechend für viele Sales sorgt. Und dann haben wir hier in meinem Fall auch die Hide-Funktion, sag jetzt mal, die haben wir rausgenommen, was bedeutet, wir können praktisch Brands uns nicht anzeigen lassen, aber alles andere wird angezeigt. Und dann drunter haben wir noch mal ein paar weitere Tools. Ich kann hier den Bestseller-Rank angeben, kann zum Beispiel sagen, naja gut, ich möchte vielleicht jetzt nur T-Shirts analysieren mit einem sehr, sehr geringen Bestseller-Rank, das heißt Produkte, die sich extrem oft verkaufen, nämlich je geringer der BSR, das heißt je geringer der Bestseller-Rank ist, desto öfter verkaufen sich die Produkte, zum Beispiel wenn man einen Nummer 1 Bestseller hat, dann ist es ja das meistverkaufte Produkt in dieser Nische und dementsprechend ein geringer Bestseller-Rank ist immer ein gutes Zeichen. Dann können wir hier auch den Preis angeben, das heißt wie viel Geld soll dieses Produkt maximal kosten, vielleicht möchte ich hier ein Produkt haben, was sagen wir mal nicht 0 Euro kostet, aber was zumindest sagen wir mal so 8 Euro kostet und maximal vielleicht sagen wir mal 40 Euro kostet, dann kann ich hier auch nochmal die Ratings mir anschauen, ich kann auch den Average BSR über die letzten 30 Tage mir anschauen, das heißt, wenn der Bestseller-Rank zum Beispiel sagen wir mal eher von oben nach unten geht oder von unten nach oben geht oder mal so ein bisschen oben, nach unten geht nach und so weiter und so fort, dann wird sich natürlich schlussendlich ein Bestseller-Rank, ein durchschnittlicher Bestseller-Rank ergeben und den können wir hier auch nochmal mit hinzufügen, nämlich gerade wenn man zum Beispiel über eine längere Zeit eher einen, sagen wir jetzt mal, einen guten Bestseller-Rank haben möchte oder ein Produkt publizieren möchte, das halt sich gut verkaufen wird, dann ist es wichtig, dass man Bestseller-Ranks oder dass man Produkte filtert, die für einen relativ langen Zeitraum einen guten Bestseller-Rank hatten, weil das einfach darauf hinweist, okay, diese Produkte, die verkaufen sich nicht nur für einen ganz kurzen Zeitraum, vielleicht vor irgendwelchen, sagen wir mal, Feiertagen oder sowas, sondern die verkaufen sich schon ein bisschen länger, die machen schon über eine längere Zeit recht gutes Geld. Und dann haben wir hier nochmal die Number of Estimated Sales, das heißt, wie viele Sales wurden für dieses Produkt hier generiert, das heißt, wie oft hat sich dieses Produkt verkauft und natürlich auch die Anzahl an Bewertungen, das heißt, wie viele Bewertungen gab es auf dieses Produkt. Hier unten sehen wir dann die jeweiligen Designs und wir können übrigens auch Folgendes hier tun, nämlich wir können zum Beispiel auf eins von diesen Designs hier drauf gehen, sagen aber zum Beispiel, das hier ist, denke ich mal, zum St. Patrick's Day, lustiger Spruch drauf, da könnte man zum Beispiel drauf gehen und könnte anschließend dann die Informationen sich anschauen. Man sieht zum Beispiel hier, dass das hier so die typischen Product-Infos sind, der Bestseller-Rank liegt bei 11.200 197. Der BSR Bestseller Rank über die letzten 30 Tage, sage ich jetzt mal, lag bei im Durchschnitt 69.145, das heißt deutlich höher. Und dann darunter, oder erstmal oben, können wir noch den Preis sehen: 18,99 Dollar. Und dann können wir halt hier nochmal sehen, wo praktisch dieses Produkt hier vom Bestseller-Rank über den letzten Monat lag und natürlich auch beim Preis. Der Preis ist immer gleich geblieben, nämlich diese Linie, die eher weiß hier dargestellt ist, da sieht man halt den Preis, der ist wirklich immer gleich geblieben und dann beim Bestseller-Rank sah man zuallererst, dass der ziemlich hoch war, zum Beispiel so 135, fast 180.000 und ging dann sehr, sehr stark nach unten, bis er dann jetzt bei tatsächlich 11.297 angelangt war. Und es kann natürlich auch gut sein, dass der immer noch weiter nach runter, praktisch runter geht, wenn natürlich jetzt
St. Patrick's Day bald ist, werden Leute das auf jeden Fall kaufen und werden dementsprechend auch dafür sorgen, dass dieser Bestseller-Rank stark sich nach unten anpasst, was natürlich ein gutes Zeichen ist. Und das können wir jetzt mit allen möglichen Designs machen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch auf ein anderes draufgehen. Sagen wir mal, dieses hier, Best Tuesday Ever, also der zweite, oder praktisch der 22.02.2022. Und da natürlich hat man hier wieder Folgendes ganz gut gesehen, nämlich der Bestseller-Rank, der war natürlich erstmal relativ hoch, weil sich dafür Leute nicht so interessiert haben. Dann als diese Zeit kam, haben auf einmal sich sehr viele Leute dieses Design gekauft. Und jetzt geht es aber wieder so leicht nach oben, weil natürlich dieser Tag ist vorbei. Ich nehme dieses Video hier später auf, das heißt nach dem 22.02.2022 und dementsprechend haben jetzt weniger Leute noch Interesse an diesem Shirt und dementsprechend steigt natürlich auch wieder der Bestseller-Rank, weil sie das Shirt einfach nicht mehr verkauft, weil dieser Tag vorbei ist. Und das sind natürlich sehr saisonale Designs oder Designs, die vielleicht nur ein einziges Mal relevant sind und die dementsprechend dann auch danach nie wieder gekauft werden und zumindest sehr, sehr selten. Hier sehen wir, wie gesagt, den Bestseller-Rank, dann haben wir hier auch nochmal die Bewertung, in diesem Fall zum Beispiel 4,4 Sterne. Wir können hier den Bestseller-Rank über die letzten 30 Tage sehen, der Durchschnitt, nämlich 8.924 und haben dann hier nochmal die Anzahl an Sales, nämlich 5.388. Und wenn man zum Beispiel sich diese Sales anguckt, dann kann man sich sicher sein, dass diese Produkte hier viele, viele 10.000 Euro wahrscheinlich bereits gemacht haben, wenn nicht sogar 100.000 Euro. Und da gibt es auch viele Designs, die machen gut und gerne halt mal 15.000 Euro pro Monat. Man muss natürlich immer gucken, dass man bei MBA nicht davon ausgeht, dass jedes Design so viel Geld macht. Wenn dem so wäre, dann würde ich wahrscheinlich hier sitzen. Aber wenn du natürlich viele gute Designs hast, dann können diese Designs auch schlussendlich zu einem sehr guten passiven Einkommen führen. Dann ist wirklich wichtig, ist vielleicht noch das Folgende, nämlich, dass ihr euch die Informationen näher anschaut. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, dieses Design hier näher analysieren wollt, dann müsst ihr hier auf Informationen draufklicken. Anschließend dann werdet ihr zu einer Informationsseite weitergeleitet. Und hier haben wir dann nochmal ein paar detailliertere Informationen. Wir können auch hier die Bullet Points einsehen. Das heißt, welche Keywords zum Beispiel haben die Leute hier verwendet? Welche Begriffe haben sie hier verwendet? Wir sehen dann hier natürlich sehr schön das Design. Können wir die Bewertung und so weiter und so fort einsehen, haben dann hier unseren Bestseller-Rank, haben dann hier natürlich auch den Preis, können das Ganze aber auch für 90 Tage anpassen und für ein komplettes Jahr, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Das heißt, wir können uns über ein komplettes Jahr anschauen, wie der Bestseller-Rank war, wie der Preis war etc. Dann darunter haben wir natürlich hier auch nochmal alle möglichen Keywords, zum Beispiel Happy Tuesday, in diesem Fall natürlich Tuesday ausgesprochen, dann 2022 Shirt, Pink, Leopard, Tuesday Day und so weiter und so fort. Das heißt, alle möglichen Keywords, wir können diese Keywords auch selbst für unsere eigenen Listings übernehmen. Dann haben wir hier nochmal die sogenannten Focus Keywords, also die Keywords, die halt vor allen Dingen hier relevant waren. Auch wieder hier Tuesday, dann Great, Shirt, T-Shirt etc. Und natürlich auch nochmal die sogenannten Longtail Keywords, das heißt eher längere Keywords, nach denen nicht so oft geschaut wird, aber wo es natürlich sehr viel weniger Konkurrenz gibt. Und da haben wir hier praktisch diese Keywords und die können wir natürlich jetzt auch verwenden, wenn wir solch ein Design hier umsetzen wollen. Und dann drunter haben wir auch nochmal einige Similar Designs, andere Designs, die halt sehr ähnlich zu dem hier aussahen. Und wir können übrigens hier auch die Copy-Funktion verwenden. Das heißt, wir können zum Beispiel diese ganzen Keywords nehmen, können die kopieren und können sie dann auch für unsere eigenen Designs nutzen und können so extrem schnell die besten Keywords finden. Ich würde es nicht unbedingt 21 Keywords von anderen Leuten kopieren, das ist ein bisschen unschön, aber ihr könnt natürlich die kopieren, könnt ganz, ganz viele Keywords rausnehmen und zumindest ein paar wirklich attraktive drin lassen. Genau, und ihr könnt das, wie gesagt, mit allen möglichen machen. Ihr könnt übrigens auch hier oben auf View on Amazon draufklicken und dann werdet ihr weitergeleitet zu dem Listing direkt auf Amazon und könnt euch das Listing nochmal genauer anschauen, könnt auch hier zum Beispiel euch anschauen, was haben die Leute in die Beschreibung reingeschrieben, dann sagt jetzt mal, was ist das überhaupt für ein Shirt, wann wurde es publiziert, welche Keywords wurden im Titel verwendet, etc. Gut, gehen wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu unseren Favorites hinzuzufügen. Wenn wir es als Favorite hinzufügen, dann wird das Ganze auch hier hinterlegt unter Favorites. Und wir haben natürlich hier auch nochmal folgende Optionen, nämlich wir können zum einen, sag jetzt mal, hier runtergehen und können uns nochmal weitere Infos angucken. Wir können aber auch, wenn wir einen Schritt zurückgehen, hier praktisch im Product Search auch diese Produkte direkt mit einem Herz zu unseren Favorites hinzufügen oder können auch hier direkt auf Amazon draufklicken und werden halt weitergeleitet zu dem Listing auf Amazon, wo wir uns dann das Produkt noch ein wenig genauer anschauen können. Hier oben haben wir dann übrigens auch die Möglichkeit, das Ganze nochmal umzustellen. Das heißt, anders, sag ich jetzt mal, es darstellen zu lassen. Zum Beispiel kann ich das hier auch darstellen, sag ich jetzt mal, einfach nur so gelistet. So können wir dann auch nochmal nähere Informationen bekommen und mehr Informationen bekommen, als einfach nur in diesem Grid-Chart. Nämlich, wenn ich jetzt hier auf Grid draufklicke, werden natürlich zum Beispiel diese längeren Texte hier nicht hinzugefügt. Wenn ich aber auf diese Funktion hier draufklicke, dann natürlich kann ich mir die ganzen Bullet Points zum Beispiel jetzt schon anschauen und habe damit einfach einen detaillierteren Blick auf das eigentliche Design. So habe ich natürlich eine super Übersicht und kann sehr viele Designs zur selben Zeit einsehen. Wenn ich aber hier draufklicke, dann habe ich schon sehr viel schneller, sage ich jetzt mal, die wirklich wichtigen Informationen, die mich interessieren, und hier habe ich dann auch nochmal die Möglichkeit, zu einer sogenannten Details Page
Backstage weitergeleitet zu werden. Ich kann auf Amazon draufgehen, ich kann zu meinen Favorites hinzufügen und ich kann natürlich auch jederzeit hier auf den Graph draufgehen und kann mir dann anschauen, wie gut sich das Design über die letzten Monate verkauft hat und kann mir den Preis anschauen und kann mir auch den Bestseller-Rank anschauen. Genau, und das ist halt praktisch das Tool, das ich persönlich fantastisch finde. Podly ist ein tolles, tolles Tool, das ihr verwenden könnt für euer Amazon-Business. Ihr solltet auf jeden Fall auch die unterschiedlichen Marketplaces euch anschauen. Das heißt, nicht nur den US-Markt analysieren, sondern auch den deutschen Markt, den französischen Markt, den italienischen Markt oder den spanischen Markt euch mal anschauen. Und natürlich hier auch ein bisschen mit rumspielen, also zum Beispiel mit den Bestseller-Ranks rumspielen, schauen, dass ihr dort dann auch, sag ich jetzt mal, Designs findet, die einen super Bestseller-Rank haben, die sich sehr gut verkaufen. Weil wenn ihr dann solche Designs natürlich umsetzt, kann es sehr gut sein, dass ihr auch deutlich bessere Ergebnisse mit eurem Business erzielen werdet, anstatt einfach nur auf blauen Dunst irgendwelche Designs umzusetzen. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel nach einem richtig profitablen Design Ausschau halten möchtet, dann braucht ihr einfach solche Tools wie Podly und dann würde ich euch voll das empfehlen, nämlich bitte kopiert nichts, bitte übernehmt nicht Dinge eins zu eins, aber orientiert euch an dem, was bereits gut funktioniert und entwickelt eure eigenen Designs und publiziert sie anschließend über solche Plattformen wie beispielsweise Merch bei Amazon. Damit könnt ihr euch ein richtig gutes passives Einkommen aufbauen. Es gibt noch ein paar weitere Funktionen hier im Tool. Zum Beispiel kann ich hier auch noch einen Keyword Processor mir anschauen, Listing Optimizer, haben wir natürlich hier die Favorites. Das heißt, wir können hier einfach die, sag jetzt mal, Designs uns hinzufügen und die dann auch nochmal uns später praktisch anschauen. Dann gibt es noch die Option On-Site Search, da gibt es noch ein Archiv, das ihr erstellen könnt und auch nochmal Kalender, wenn es irgendwelche wichtigen Tage gibt, zum Beispiel St. Patrick's Day, sei es zum Beispiel irgendwie Muttertag oder Weihnachten oder was auch immer, all diese Dinge werden dort eingetragen und anschließend dann könnt ihr, wie gesagt, in den Kalender reingehen und könnt immer vorher gucken, aha, welche relevanten Tage stehen jetzt an, für die man vielleicht Designs umsetzen könnte. So könnt ihr auch dann saisonal nochmal einiges an Geld mitnehmen. Gut, das war's noch heute hier für dieses Video. Wie gesagt, Podly ist ein tolles Tool. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Ich habe euch das dort verlinkt. Das war's nun für dieses Video. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.